Hallo und grüß euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute nehme ich euch mit in ein richtiges Naturgartenjuwel. Und zwar im Salzburger Seengebiet besuchen wir die Dagmar und den Patrick. Die haben sich da echt ganz was Besonderes geschaffen. Ich erzähle euch ein bisschen was über eine wunderschöne heimische Pflanze, für was die es gut ist und wieso es eigentlich super in unseren Gärten funktioniert. Und dann, Unternehmerinnen und Unternehmer, aufpasst, oder wenn ihr eine Firma habt oder ein Firmengelände, ihr könnt viel mehr machen für die Umwelt und für die Natur, wie man allgemein glaubt. Man muss es nur machen und einfach einmal anfangen damit. Und nachher wird uns die Kosi noch einen schönen, natürlichen Deko-Tipp mit Margeriten zeigen. Das sind wunderbare Blumen, hat es früher ja viel mehr gegeben. Müssen wir wieder schauen, dass man mehr Margeriten in die Gärten hat. War vielleicht der Anlass dazu. Und ganz am Schluss machen wir was richtig Spezielles. Und zwar, wir schauen uns an, wie es ist im eigenen Garten daheim Eidechsen fördern könnt. Also wie es ist, was macht, wo sich Eidechsen wohlfühlen und wo sie sich vielleicht sogar, wenn wir ein bisschen einen Klick haben, vermehren. Bleibt dabei, ich glaube, es wird voll spannend. Yeah! Ich bahne mich durch mein Baldrian-Paradies. Übrigens, es braucht euch nicht fürchten, wenn euch eine Pflanzen einmal ein bisschen Leis haben. Und der Baldrian hat gern nicht ein bisschen Leis, sondern richtig viel Leis, weil diese Läuse sind ganz ein wichtiges Nahrungsmittel für unsere Vögel. Habt ihr vielleicht schon mal beobachtet, dass die Meisen landen und diese Leis förmlich abklauen und dann fliegen sie zum Nest und füttern die Jungen. Also ist ganz wichtig, braucht man überhaupt keine Panik haben, gibt sie eigentlich immer von selber. Ich besuche mit euch jetzt wirklich einen besonderen Garten, einen herausragenden Garten. Das ist der Garten von der Dagmar und von Patrick im Salzburger Seengebiet. Das Besondere an dem Garten ist, erstens, seit wirklich einigen Jahren machen sie sehr, sehr viel mit heimischen Pflanzen. Also sie haben den Garten eigentlich sukzessive vor einem, wie soll man das nennen, vor einem normalen Standardgarten mit Rosenfläche und so weiter umgebaut in einen richtig an spitzen Naturgarten. Und das, was mir so taugt an dem Garten, sie machen alles, was irgendwie geht, selber und sie versuchen möglichst viel der Materialien, die sie auch verarbeiten, aus dem Garten wiederum selber zu gewinnen. Also ein Holz, wo zum Beispiel einmal ein Strauch kaputt wird oder man schneidet einen Obstbaum und verwendet das Holz und verarbeitet das dann wieder im Garten mit sehr viel Feeling und mit sehr viel Gespür fürs Natürliche. Der Patrick war so lieb und hat mich durch ihren Garten durchgeguidet. Gleich am Anfang finde ich es ein Highlight, wenn du hinkommst zum Haus. Okay, ist ein normaler Vorgarten, könnte man sagen. Aber sie zwei haben sich da was Besonderes einfallen lassen. Sie haben einen Teil dieser Einfahrt, wo man mit einem Auto stehen kann, haben sie der Natur gegeben. Und nämlich in Form von Natternköpfen, Mohn, eine wilde Karde. Das sind alles Pflanzen, die eigentlich recht kurzlebig sind, aber so richtig ein Feuerwerk der Blütenpracht machen. Und die werden so reich beflogen von Insekten, dass richtig eine Freude ist, da dabei zu stehen. Zum Haus Zurbe hat der Patrick aus Eisen, es sind so 2-3 mm starkes Eisen oder 5 mm, hat er so ein Wasserbecken gemacht und das mit heimischen Pflanzen angesetzt. Und das Besondere ist, das hat sich wahnsinnig schnell entwickelt. Das ist noch nicht einmal ein Jahr alt und der Blutweiderich, der drinnen ist, der hat schon über einen Meter. Also es ist richtig schön zum Anschauen und man glaubt gar nicht, wie interessante Gartenbilder, dass man mit den heimischen Pflanzen auch im Wasserbereich schaffen kann. Und dann sind wir eh schon einmarschiert in den Garten. Sobald du drinnen bist in dem Garten, ja, man hat ein gutes Gefühl. Es ist ein super Mikroklima, es war ein schöner heißer Tag, ein bisschen anders wie heute. Und es ist gleich ein bisschen kühler, es war eine gute Luftfeuchte, weil wir sind durch ganz einen besonderen Teil gegangen, das ist der sogenannte Waldgarten. Du gehst da rein und dann kommst du in so einen waldig anmutenden Teil, sehr viel Fahne, sehr viel heimische Pflanzen wieder. Eine ganz spezielle Pflanze, die ihr gesetzt habt dort, ist der Waldziest. Also den kann ich euch wärmstens empfehlen, wenn ihr irgendwo ein Fleckerl habt, wo sagt, da ist es mir egal, da darf es ein bisschen wuchern, da kann er wachsen. Und das ist ein Ziest, ein Lippenblütler, wirklich eine schöne Pflanze, die sehr reich blüht. Und das ist eine unserer vielleicht wenigen Pflanzen, die ganz gut auch im Schatten blühen und die im Schatten auch eben Hummeln anlocken. Hummeln und Wildbienen, die haben sie da in dem Lebensbereich nicht so einfach, weil da blüht nicht viel. Ein kleines Hummelhäuserl hat er auch da drinnen, also richtig ein stimmiger Bereich. Durch den sind wir dann durch und dann haben wir noch eine Besonderheit entdeckt. Da hat mir der Patrick verraten, da hat er sich von uns inspirieren lassen. Das freut mich natürlich auch sehr. Sie haben einen Käferkeller gebaut. Die Idee von so einem Käferkeller, die finde ich ja genial. Man grabt
Holzstämme ein in die Erden. Oder man legt es, man kann es auch waagrecht hinlegen und mit Erden überschütten. Und diese Käfer kommen dann, die riechen das, dass da ein Holz ist, was vermodert. Und da legen sie dann ihre Eier rein und da entwickeln sie dann die Larven drinnen. Das heißt, es ist so richtig ein Hotspot für die Artenvielfalt. Wenn ihr vielleicht einen Zugang habt zu Eichenholz, das macht der Naturschutz zum Teil, da haben sie in der Schweiz auch so Projekte gemacht, wo sie Eichenstämme eingraben. Es dauert zwar, dann müsst ihr viel Geduld haben, aber wenn ihr Glück habt, kommt der Hirschkäfer, der kann das riechen und der legt da seine Eier rein. Also das Weibchen grabt sich da rein, legt dann in der Erde drinnen Eier rein und die Larven leben dann von diesem vermodernden Eichenholz. Hochinteressant, aber auch nicht nur für Käfer ist das ein schöner Lebensraum. Der nächste Bereich, ein richtiges Highlight für alle, die vielleicht einen heißen Platz haben, wo es eher trocken ist. Dagmar und der Patrick, die haben da einen sogenannten Schottergarten angelegt. Das Besondere, du hast bei dem Schottergarten auch ein Wegerl durch. Und der Patrick erklärt uns das, wie er das angelegt hat. Im Endeffekt sind wir von der bestehenden Fläche ungefähr 10 cm haben wir Androhung von der Erde, was dann Pflanzbereich ist. Mhm. Und der Weg ist insgesamt von der ursprünglichen Fläche ungefähr 25 cm tief. Boah, da warst du aber eh brav. Da kommt dann wirklich ein LKW reinfahren. Und das ist dann mit einem Gräder, heißt das bei uns, angefüllt worden. Bruchschotter also ein Bruchschotter mit Sandanteile. Genau. Sand plus Grobmaterial. Haben wir dann gerüttelt, dass es ordentlich verdichtet ist. Und der Rest ist im Prinzip eine Mischung aus Schotter und Sand. Also, der Schottergarten bin ich schon sehr gespannt. Das wird sicher was Wunderbares, was Schönes. Alles bepflanzt mit heimischen Pflanzen. Wir sind dann da durchgeschnägelt und noch zu einem richtigen Highlight. Das ist ein bisschen, muss ich sagen, zum Glück im Kommen, eine sogenannte Benjeshecke. Also eine Hecke, die man aus allem, was im Garten anfällt, so tote Äste, irgendwelches Reisig, was vom Heckenschneiden zum Beispiel überbleibt, hat der Patrick da eigentlich aus Begrenzung in einer Blumenwiese errichtet. Wirklich noch mal ein Hingucker. Das würde mich natürlich voll gefreuen, wenn ihr euch ein bisschen inspirieren lasst von diesen schönen Bildern aus dem Garten. Also mir hat es super getaugt, war wirklich auch für mich eine Bereicherung. Jetzt würde ich sagen, jetzt schauen wir uns noch echt eine besondere heimische Wildpflanze an, die auch im Garten gut wächst. Ist das nicht eine schöne Pflanze da neben mir? Der hat so richtig so ein Himmelblau oder ein Ozeanblau, so ein leuchtendes Blau. Der große Ehrenpreis, Veronica Teucrium heißt er auf Botanisch, wenn es mich näher interessiert. Das Schöne ist an der Pflanze, erstens ist es eine heimische Pflanze, also die wächst wirklich bei uns auch in der Natur. Vielleicht kennen es die einen oder die anderen, der wächst gern, wo es recht sonnig ist, so an einem Waldrand oder entlang von einem Weg. Es hat sich leider ein bisschen aufgehört, aber früher hat es oft noch so magere Wiesen gegeben. Da wächst er auch sehr gern. Also wenn der Boden eher mager ist, trocken, kann ruhig sandig und steinig sein, da taugt es ihm. Deswegen habe ich da direkt hinter der Hütte gesetzt, weil da kommt fast kein Regen hin. Da ist er geschützt, da kriegt er keinen Regen an. Also da ist sehr trocken und das taugt ihm. Und der ist so richtig eine Pflanze, die super ist für viele verschiedene Bienenarten, aber die sieht man ihm nicht so an. Auch die Schmetterlinge mögen den ganz gern, nämlich sie legen da die Eier drauf. Und diese Eier entwickeln sie dann logischerweise zu Raupen und die fressen dann auf dem Ehrenpreis. Also wenn ihr solche heimischen Pflanzen setzt, dann macht es eigentlich immer auch sehr, sehr viel für unsere heimische Tierwelt. Also entweder wenn es blieren, ist sowieso interessant für Wildbienen, für Hummeln, aber das vergisst man oft für Schmetterlinge, für deren Raupen, dass die was zum Fressen haben. Und der Ehrenpreis, wenn es mich interessiert, könnt ihr ihn einmal probieren in der Küche. Er ist zwar recht bitter, aber er hat sehr viel Vitamin und Eisen. Also könnte ich mir vorstellen, weil die Blüten sind ja wirklich wunderschön, einfach so ein bisschen als essbare Deko, einmal auf einen Salat oder vielleicht auf ein Butterbrot drauf, könnte man ein bisschen experimentieren. Da haben wir gleich ein ganz gutes Beispiel auch für eine super Pflanzenkombination. Es ist immer gut, wenn man schaut,
dass Pflanzen, die zum Beispiel eher einen mageren, trockenen Standort bevorzugen, wie eben dieser Ehrenpreis, das sind auch kombinieren mit Pflanzen, die genau das Gleiche wollen. Weil dann fühlen sie beide wohl. Und da zum Beispiel kennen, glaube ich, die meisten von euch das Taubenkropf-Leimkraut. Ein bisschen ein umständlicher Name. Die mehreren kennen es wahrscheinlich aus Klatschnöcken. Wenn man so, als Kinder haben wir die oft am Boden so geklopft und dann klatscht es ein bisschen. Und das ist auch wieder ganz eine wichtige Schmetterlingspflanze, nämlich wiederum für verschiedenste Raupen. Die fressen an diesem Leinkraut und das mengen sehr gern und ist irgendwie, die Kombination finde ich sehr gut, weil das mehr dezent ist, ist ein bisschen so, was ist das für eine Blütenfarbe? Grau-gelb würde ich mal sagen und das unterstützt in dem Fall, finde ich, den Ehrenpreis so gut. Man kann also im eigenen Garten richtig viel tun, aber wir dürfen nicht vergessen, alle, die vielleicht eine Firma haben, Unternehmerin oder Unternehmer sind, es könnt auch mit einer Firma oder mit eurem Firmengelände, oft hat man ja außen und um ein bisschen ein Freigelände zur Verfügung, da könnt ihr richtig viel für unsere Tierwelt, für unsere Pflanzenwelt machen. Und ein gutes Beispiel, finde ich, ist in Golling. Da haben wir die Geschäftsstelle besucht von der Salzburg Netz GmbH. Und die erklären uns, was sie alles dort speziell für die Artenvielfalt und für die Tierwelt gemacht haben. Mitten am Gelände der Salzburg Netz GmbH in Golling summt und brummt es regelrecht. Inspiriert durch unsere Gartensendung haben uns wir überlegt, dass wir nicht nur im Garten, sondern auch in einem Gewerbegebiet Maßnahmen setzen für unsere Umwelt. Das heißt Bienen, Hummeln und Vögel haben wir Obstbäume gepflanzt in Golling und zusätzlich eine Blumenwiese angelegt. Also wir haben uns bemüht, heimische Obstbäume zu pflanzen. Wir haben die Birnen da, die Äpfel, die Zwetschge und eine Kirsche. Und das zur Freude vieler heimischer Vogelarten. Ja, man hat auch festgestellt, dass die Insekten da sind, vor allem Bienen und Hummeln, aber auch die Vögel nisten schon. Die haben sie in der Nähe vom Bürogebäude Nistplätze gesucht und erfreuen uns jeden Morgen schon mit dem Vogelgezwitscher. Ja, das war echt eine lässige Runde und was mir taugt hat, sie spüren selber schon, was da los ist, dass das einfach in so kurzer Zeit ein viel mehr an Tierwelt, vor allem an Vögel haben sie gesagt, aber auch Insekten, also man merkt es, man tut was und es funktioniert und es ist einfach. Aber jetzt darf ich sagen, jetzt wenden wir uns wieder den ganz schönen ästhetischen Dingen zu. Meine Frau, die Kosi, die macht was ganz was Einfaches und zwar mit Margeriten. Genau, Markus, aber nicht nur Margeriten werden heute gebraucht. Erst muss Kosi noch einen ganzen Sack voll Gras sammeln. Und aus diesen schönen Naturmaterialien zaubert Kosi nun einen herrlichen Graskranz mit Blumen. Zugegeben, er hält nicht lange, aber eignet sich perfekt für eine private Veranstaltung oder einen Hochzeitsabend. Für die Deko brauchen wir einen Strohkranz und einen grünen Bindedraht. Das Gras legt Kosi einfach über den Strohkranz und bindet es mit dem Draht fest. Und nun haben die Blumen ihren großen Auftritt. Egal ob liegend oder hängend. Der Graskranz mit Margeriten ist auf jeden Fall ein echter Hingucker. Und weil es so schön ist und wirklich schnell geht, macht Kosi noch 3 Kränze für ihre Windlichter. Et voilà, fertig ist die wunderschöne Tischdeko.
Und jetzt geht's wieder zurück zu Markus. Ah, schau, das gefreut mich jetzt. Für alle, die letztes Mal vielleicht dabei waren, wir haben ja in einem Blumentopf eine Blumenwiese angesagt. Die keimt richtig brav. Es hat doch ein paar Mal draufgekriegt. Man sieht, da tut sich was, da kommt was. Wird spannend. Bin gespannt, wie es in einem Monat ausschaut. Ich glaube, dass sich wirklich jeder gefreut, wenn er Eidechsen sieht. Eidechsen, sind irgendwie so, sind die Juwele unserer heimischen Tierwelt, finde ich. Sind wunderschöne Tiere, auch zum Beobachten. Salzburg ist eigentlich ein Land, was recht reich ist an verschiedenen Reptilien. Also wenn wir jetzt an Eidechsen denken, an Blindschleichen, auch an Schlangen. Aber gerade die Eidechsen sind auch in den letzten Jahrzehnten leider immer stärker im Rückzug. Vor allem eben unsere heimischen Eidechsen. Man möchte jetzt glauben, na gut, okay, was kann ich denn da machen dagegen? Man glaubt das gar nicht, aber du kannst Eidechsen wirklich, wenn sie zumindest in der näheren Umgebung noch irgendwo daheim sind, also wenn sie es wisst, da habe ich einmal Eidechsen gesehen oder da in der Mauer sind sie drinnen, dann könnt ihr es wirklich sinnvoll auch im eigenen Garten oder in der Gemeinde unterstützen, indem ihr speziell für sie eine sogenannte Eidechsenburg baut. Das ist ein Lebensraum, wo sie die Eidechsen wohlfühlt, wo sie sich verstecken kann, auch zum Beispiel vor Feinden wie unseren lieben Katzen, weil die haben sie ja leider auch angesehen, auf die Eidechsen. Und vor allem, was auch wichtig ist, dort können sie ihre Eier reinlegen. Die Eidechsen brauchen, ja, was brauchen Eidechsen? Eidechsen brauchen ein paar Sachen. Sie brauchen einen strukturreichen Lebensraum. Das heißt, sie brauchen einfach verschiedenartige Plätze, wo sie sich aufhalten können, wo sie sich sonnen können. Sie sind wechselwarme Tiere, das heißt, sie sind abhängig von einer Sonneneinstrahlung. Also eher wird es ein besonderer Bereich sein, der ihr taugt. Da tanken sie einmal ein bisschen Energie und nachher gehen sie auf die Jagd nach Insekten. Sie lieben ja Insekten, einen Heischrick zum Beispiel oder eine Grille oder was sie einfach erwischen. Und das ist ja ein Traum, wenn man sowas im Garten beobachten kann. Das heißt, wenn ihr Eidechsen unterstützen wollt, dann müssen wir ja viele verschiedene Bereiche machen, wo sie sich verstecken können, wo sie einen Rückzugsort haben. Und eben diese Eidechsenburg, die funktioniert so, dass man mit vielen verschiedenen großen Steinen so Hohlräume macht, wo sie die Tiere drin verstecken können. Wir haben bei uns so eine Eidechsenburg angelegt. Und das heißt, im unteren Bereich sollen eher gröbere Steine sein. Könnt ihr auch mal einen Holzstamm verwenden, wieso nicht? Und da entstehen dann so Unterschlupfsmöglichkeiten, wo sie die Eidechsen drin verstecken können, aber auch überwintern können. Wenn das tief genug eingebaut wird in die Erden, es muss nur so sein, dass das im Winter nicht mit Wasser geflutet wird, dann können sie da drin auch überwintern. Und ihr müsst im Nahebereich von dieser Eidechsenburg ausreichend Sand einbauen. Und zwar ein Sand, der nicht irgendwie ganz zu fest oder zu hart wird, weil er zu viel Kalk zum Beispiel hat, sondern wo man sich vorstellen kann, da könnte eine Eidechse mit ihren kleinen Fingerchen ein Loch reingraben und da die Eier reinlegen. Dann habt ihr eigentlich alles, was Eidechsen schätzen. Und wenn ihr nebenbei vielleicht noch ein Fleckerl habt mit einer kleinen Blumenwiese, das ist einmal Marz zum Beispiel im Sommer, und wo ihr das Heil liegen lasst, ihr wisst es dann, hupfen und springen eh schon die Heuschrecken daune. Da kannst du dann auf die Jagd gehen und hast auch einen reich gedeckten Tisch. In unserer Eidechsenburg, ich schaue fast jeden Tag, sind leider noch keine eingezogen, aber ich warte wirklich sehnsüchtig drauf, weil ich weiß, da gleich gegenüber, da gibt es eine große Steinmauer und da sind die Eidechsen drin. Es ist ein paar hundert Meter drüben, also ich hoffe, dass sie es zu mir umschaffen. Aber was mich so richtig gefreut hat, wir haben ein Bildmaterial zugeschickt gekriegt von einer Dame, die hat unseren YouTube-Kanal angeschaut und hat eben gesehen, wie man so eine Eidechsenburg errichtet. Die hat das daheim nachgemacht und tatsächlich sind bei ihr die Eidechsen eingezogen. Oder ein schönes Pärchen ist bei ihr eingezogen. Also ich drücke so richtig die Daumen, dass das auch hinhaut, dass die dann da vielleicht echt Eier legen und das dann weitergeht mit den Eidechsen in dem Garten. Das war ja richtig was, echt was Schönes. Ja, war super, wenn ihr vielleicht auch so richtig Lust kriegt, daheim im Garten was zu machen für die Artenvielfalt, für unsere heimische Tierwelt, für die Pflanzenvielfalt, weil es ist wirklich nicht kompliziert. Es schaut super aus. Man muss vielleicht so ein bisschen diese alten, traditionellen Muster ein bisschen verlassen, wie man im Garten einmal gesehen hat. Ein bisschen wilder darf es sein. Da fühlen sie sich wohl, unsere Tiere und unsere Pflanzen. Und ich darf mich natürlich auch besonders freuen, wenn dann aber euch einmal die Eidechsen einziehen. Also bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Pfiat euch. Yeah!